diese Palme. Das kann man eigentlich nicht mit Palme nennen, die ist so erbärmlich. Kann man in 14... Bist du überhaupt eingeschalten? Yep. Kann man in 2 Wochen jonglieren lernen? Diese Frage habe ich mir schon letztes Jahr gestellt und habe es dann für ein paar Tage probiert und sofort wieder aufgegeben. Aber ich habe beschlossen vor ein paar Wochen, dass ich heuer ein paar 2-Wochen-Challenges machen möchte, wo ich einfach mich selber herausfordere, irgendwie neue Dinge zu lernen und neue Habits irgendwie anzufangen. Und deswegen habe ich eine Instagram-Story gemacht, also falls ihr auf Instagram nicht habt, das ist einfach @EliasDoppler. Ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mal meine Freunde fragen, was sie so sehen wollen. Und lustigerweise habe ich echt genau auch selber letztes Jahr mir überlegt, ich möchte gerne jonglieren lernen. Und das ist für einen Mann über 20 jetzt nicht unbedingt das klassische Hobby, der klassische Zeitvertreib. Aber es macht echt viel mehr Spaß, wie man denkt. Und ich wollte das Ganze so gestalten, dass es echt nur einen sehr kleinen Teil von meinem Alltag beansprucht, damit ich es auch echt für 2 Wochen durchziehen kann, dass eben manche von den Sachen zu wirklichen Angewohnheiten werden können. Wenn ich jetzt den ganzen Tag etwas mache, das geht vielleicht für einen Tag, für maximal 2 Tage, aber sicher nicht für entweder 2 Wochen, ein ganzes Jahr oder mein ganzes Leben. Und ich will jetzt nicht unbedingt jeden Tag von meinem Leben jonglieren, also das sicher nicht. Aber ich will auf jeden Fall manche von den anderen Sachen, die ihr vorgeschlagen habt, in meinen Alltag irgendwie einpflanzen und zumindest jede Woche einmal machen oder vielleicht sogar wirklich jeden Tag. Und deswegen habe ich angefangen eben mit einer der leichtesten Aufgaben, mit 2 Wochen lang jonglieren üben. Und ich habe es gemacht für 15 Minuten pro Tag. Das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, weil sonst wäre es sicher schneller gegangen. In den ersten paar Tagen habe ich jetzt nicht wirklich recht viel mitgefilmt von meinen Emotionen, wie es mir dabei gegangen ist, weil es mir irgendwie ein bisschen peinlich war. Ich habe gedacht, ich werde es sicher aufgeben, weil ich es eben schon vor einem Jahr mal probiert habe und dann sofort aufgehört habe, nachdem es nach circa 2 Tagen nicht funktioniert hat. Aber ich würde sagen, ich quatsche gar nicht mal so lange herum und ich zeige euch mal so, wie das Ganze am Anfang ausgeschaut hat. Okay, kurze Side-Note, es ist 23:56 Uhr, es ist der 3. März. Das Video fange ich jetzt gerade an zum Drehen. Sprich, es ist eine 2-Wochen-Challenge, das heißt, es geht bis 17. März, nicht bis 18. März. Ich werde das ab heute geltend gültig machen. Bin ein bisschen faul, I know, aber I'm sorry. Okay, here goes nothing. Das war echt ziemlich erbärmlich. Der erste Abend war eigentlich nur ein YouTube-Video schauen und währenddessen einfach 15 Minuten lang Bälle in der Luft herumzuwerfen. Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze so angehen, dass ich mir wirklich nichts dazu anschaue, dass ich keine irgendwie vereinfachten Techniken irgendwie davor anfange, sondern dass ich wirklich einfach ganz banal, ganz simpel, ganz einfach 3 Bälle nehme und werfe. Und ich glaube, wenn es irgendwie so mit so, es gibt ja da wirklich Techniken, wie man das Ganze schneller und leichter lernen kann. Wenn ich es so gemacht hätte, wäre es sicher auch schneller gegangen. Aber ich wollte es einfach wirklich probieren, ob man in 2 Wochen ohne irgendwelche anderen Fremdeinwirkungen jonglieren lernen kann. Ist zwar kein Big Deal, für mich war es aber was, was ich schon seit Jahren können wollte. Und ich habe mir nie die Zeit dafür genommen, dass ich das wirklich mal mache. Wirklich am ersten Tag, das war sehr erbärmlich. Ich habe gedacht, ich werde es aufhören, weil es einfach Zeitverschwendung ist. Aber ich bin, warum auch immer, dran geblieben und habe es am zweiten Tag wieder probiert. Am zweiten Tag ist es fast genauso schlecht gegangen wie am ersten Tag. Aber ich habe mir zumindest gedacht, es ist 15 Minuten von meinem Tag. Es ist jetzt nicht mega dramatisch. Die Zeit werde ich wohl irgendwie aufbringen können. Und ja, ich habe es einfach weiter probiert. Und ich muss sagen, am dritten Tag habe ich schon so leichte Fortschritte gesehen und gemerkt, es könnte sich vielleicht tatsächlich ausgehen, am 14. Tag das zu können. Und dann kann ich es einfach, dann habe ich es einfach gelernt und das zahlt sich doch aus, oder nicht? Und am 4. Tag, I kid you not, ist es schon um Welten besser gegangen. Und ich habe echt gemerkt, wie das vielleicht was werden könnte. Und ich habe dann schon probiert, auch so eine andere Technik, weil es gibt ja da irgendwie die normale, wie heißt das, Kaskade, glaube ich, oder so, wo man einfach die Bälle, das kann ich jetzt scheiße Herz sagen, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Und währenddessen ist immer einer in der Luft, für gut erklärt, gell? Danke, Elias, ja, sehr gut erklärt. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so das Normale, wie man eben jongliert. Aber es gibt auch das, dass man wirklich immer so in der Reihenfolge, das schaut sicher ganz so doof aus, das Ganze halt macht. Und ich habe es dann auch so schon probiert, weil man gedacht habe, okay, vielleicht kann ich sogar 2 Techniken lernen in 2 Wochen. Und ab dem 5. Tag habe ich
keinen Zweifel mehr daran gehabt, dass ich innerhalb von 14 Tagen safe lernen kann zu jonglieren. Und alles, was es gebraucht hat, war ein bisschen Disziplin. Und ich glaube, ab dem Tag habe ich jetzt circa angefangen, dass ich dann auch das Ganze so wirklich mit dokumentiere und meine Ergebnisse ein bisschen zocken. Und das hat dann ungefähr so ausgeschaut. Ja, wieder ein Tag vorbei. Es geht echt schon gut mittlerweile. Ein paar Tage habe ich noch, mal schauen, was rauskommt, aber bis jetzt macht es wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonntag, der 14. März, und es geht weiter mit dem Jonglieren. Schauen wir mal, ob noch ein bisschen was zum Raushören ist oder ob das jetzt schon alles ist, was in 2 Wochen lernbar ist für mich. Also in der ersten Woche habe ich irgendwie nur jeden Tag viel mehr Unterschied gemerkt. Jetzt in der zweiten Woche war es fast mehr oder weniger gleich jeden Tag. Ein bisschen besser als es war vom Gefühl her, aber jetzt nicht irgendwie krass besser wie so vom 4. auf den 5. Tag. Das war viel ärger wie jetzt die 2. Woche. Okay, letzter Tag jonglieren. Mal schauen, was ich heute so zusammenbringe. Ungefähr zumindest. 2 Wochen. Geil. Mittlerweile, muss ich echt sagen, fühlt es sich schon natürlich an. Also es ist nicht mehr so wie am ersten Abend, wo es so irgendwie so weird war und es waren irgendwie so 3 Bälle vor mir, die die ganze Zeit nur auf dem Boden fliegen, sondern es ist was, was ich verstehe, was in meinem Kopf Sinn macht, was einfach funktioniert. Auf jeden Fall kann ich jetzt nach circa 2 Wochen echt behaupten, dass ich es ungefähr kann. Wow. Man muss jetzt echt das Ganze nicht irgendwie mega dramatisch aufbauen und voll an so einer Mücke einen Elefanten machen, aber ich finde, es ist schon beachtlich zu sehen, was Disziplin bewirkt, weil am ersten Tag war da gar nichts. Ich habe nichts gekannt, wirklich nichts. Das war lächerlich, das war echt erbärmlich. Und nach 2 Wochen war das für mich was fast Normales und ich habe es zumindest ungefähr können. Und es waren nur 15 Minuten pro Tag. Und das zeigt irgendwie schon, was unser Gehirn bewerkstelligen kann. Und ja, wie schnell einfach so Kleinigkeiten zu Gewohnheiten werden können und wie wir einfach wirklich voll schnell Sachen lernen können. Und das finde ich schon cool, wenn man das dann auf andere Sachen ummünzt, die deinem Leben wirklich was bringen, dann kannst du vielleicht innerhalb von nur 2 Wochen irgendwie ein neues Skill erlernen, das dir dein Leben lang weiterhelfen wird. Und es braucht nur 2 Wochen von deinem Leben. Das ist schon arg, oder? Ich finde es echt beachtlich und ich werde auf jeden Fall weiter in diese 2-Wochen-Challenges machen. Und falls ihr andere Vorschläge dafür habt, dann bitte schreibt es unten in die Kommentare rein. Und falls euch das irgendwie jetzt gerade unterhalten hat oder euch irgendwie auch dazu motiviert hat, das zu anzufangen, dann lasst mir das einfach wissen und liked das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, in dem Sinne, bis bald.